Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid zum neuen Video. Ich lasse es mal reinfliegen. Genau, ihr seht es schon. Ich habe im letzten Video bereits schon angekündigt, dass mich aktuell dieses Colorblocking von Hintergründen komplett nervt. Aus diesem Grund durfte ein neues Bild einziehen. Das habe ich schon länger gesehen, und zwar von Diamond Painting Deutschland, von Josephine Wall, Mask of Love. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt gemeinsam aus. Wie immer kommt es in einer super stabilen Papprolle. Und wir öffnen. Es liegt seit gestern da, aber ich kam noch nicht dazu. Nervennahrung, weil wie ich gesehen habe, wir haben 220 Farben. Da ist das nicht falsch. Und hier haben wir das erste Paket mit Steinen. Wir haben das Toolkit. Und das zweite Paket mit Steinen. Hört sich vielleicht bescheuert an, aber ich freue mich auf das doppelseitige Klebeband. Ich mag es total gerne eigentlich. Die Steine und das Toolkit dürfen erstmal auf die Seite. Genau. Wir haben hier nochmal die Legende, wo alle Symbole mit DMC-Nummern aufgeführt sind. Warum steht hier immer nur ein Pack? Einfach weil die Farben bereits in Zipptüten abgepackt sind. Es handelt sich um Harzsteine in einer unheimlich tollen Qualität. Genau, hier haben wir die Legende. Mal schauen, wie viele Seiten es sind. Zwei Seiten, also zwei DIN A4 Seiten. Wir haben 220 Farben. Hier sehen wir nochmal Josephine Wall Mask of Love. Ist ein lizenziertes Produkt, das heißt, Diamond Painting Deutschland hat die offizielle Lizenz und genau, darf das Bild somit verkaufen und der Künstler, in dem Fall Josephine Wall, wird dafür auch bezahlt. Finde ich super, gefällt mir unheimlich gut und ich finde, Qualität ist einfach auch gegeben. Was auch noch klasse ist, wir haben hier die ganzen Symbole. Und das sind schon Sticker. Das heißt, wir haben die Symbole mit unten aufgeführter DMC-Nummer. Ich werde die Steine auch in den Zipptüten lassen. Das heißt, im Anschluss an das Video werde ich die Sticker auf die Zipptüten kleben. Über die genaue Art und Weise, wie ich hier im Chaos quasi, also da würden einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wahrscheinlich, wie ich Josephine Wallbilder painte. Aber da werde ich euch auch noch mal mitnehmen, werde euch das einmal genauer erklären, weil ich werde sie, wie gesagt, in Zipptüten lassen. Wir haben hier in dem kleinen Tütchen haben wir noch mal ein Toolkit, was aus einem einfachen weißen Schiff mit Schnäbelchen, einem Plättchen Wachs in Herzform. Dann haben wir hier einen Mehrfachsetzer, das dürfte, Moment, genau, ein Vierersetzer sein. Dann haben wir einen Squishy, einen durchsichtigen glitzernden Stift und die rosane Diamond Painting Deutschland Pinzette. Wir haben hier, das ist abgerundet, mag ich nicht ganz so gerne.
Aber zum Abnehmen der Steine eignet sie sich gut. Zum Painten komme ich mit dem Abgerundeten leider nicht klar. Den Vierersetzer werden wir bei dem Bild nicht brauchen, weil wir ein sehr, sehr hohes Farbaufkommen haben. Das heißt, ja, es werden nicht viel Color-Blocking-Stellen da sein. Das heißt, wir werden hauptsächlich den Einzelaussetzer benötigen, was mich aber überhaupt nicht stört, denn mit Mehrfachaussetzer habe ich jetzt gelernt, komme ich definitiv nicht klar. Ich habe es oft genug probiert und werde es jetzt sein lassen. So. Hier haben wir nochmal die Steine, wie gesagt, eckige Steine in Zipptüten abgepackt. Wir sind hier sogar von der Nummer immer aufsteigend. Das heißt, wir können wirklich, ich denke, dass wir hier, Moment, genau, hier unten werden wir bei der 1 quasi anfangen von der DMC-Nummer, also aufsteigend und dann können wir uns hier mit den Stickern dann austoben und ja, die Sachen verräumen, wie wir das möchten. Ich finde die Farben unheimlich schön. Wir haben viele Grün- und Grautöne, aber auch tolle Lilatöne drin. Und jetzt schauen wir uns die Leinwand an. Ich hatte jetzt schon einige Zeit kein so großes Projekt mehr mit so vielen Farben. Ich bin gespannt, wie lange ich dieses Mal brauche, wie ich damit zurechtkomme. Wow. Hier auf der Seite von der Leinwand haben wir nochmal die komplette Legende aufgedruckt. Die geht wirklich über die komplette Breite des Bildes. Sehen hier auch nochmal 220 Farben, haben die Symbole nochmal aufgedruckt und quasi die dazugehörige DMC-Nummer ist alles auch auf der Leinwand sehr, sehr gut zu erkennen. Was leider nicht immer der Fall ist, aber bei Diamond Painting Deutschland wird man da eigentlich nicht enttäuscht. Ich nehme jetzt hier mal einen kleinen Bereich der Folie schon mal ab. Und wir gucken uns somit mal die Klebefläche an und auch schon mal einen Teil vom Druck. Wow. Es ist unschlagbar. Es sieht unheimlich schön aus. Und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen Respekt wieder. Klebefläche ist sehr, sehr stark. Wir haben doppelseitiges Klebeband. Das sehen wir an der undurchsichtigen Trägerfolie. Das heißt, wir dürfen die Leinwand nicht entgegengesetzt aufrollen. Was aber hier überhaupt kein Problem ist, durch den schönen Versand in der Papprolle legt sich die Leinwand wirklich sehr, sehr schnell gerade. Das heißt, ich nehme euch jetzt mit der Kamera noch mal ein bisschen raus und versuche mal, die Halterung ein bisschen anders einzustellen, dass wir uns das Motiv ein bisschen genauer angucken können. Ich habe jetzt die Folie zum Großteil abgezogen, was ich eigentlich immer sehr, sehr ungern mache, gerade bei so einem großen Bild. Aber für die Aufnahme dachte ich, wir probieren das jetzt einfach mal. Es ist unheimlich schön. Ich bin wirklich schockverliebt, muss man sagen. Die Details, die auf der Leinwand schon zu erkennen sind, sind einfach bombastisch. Ja, was soll ich sagen? Ein riesiges Bild. Den Teil hier oben mit der Legende, den werde ich wieder abschneiden. Einfach aus Platzgründen. Der wird bei mir separat gelagert, der kommt nicht weg. Aber zum Painten wird das so ausreichen. Ich habe ja auch noch die Papierlegende in A4-Form, daher ist das gar kein Problem. Genau, jetzt schauen wir uns hier nochmal den Druck ein bisschen genauer an.
sehr, sehr gestochen scharf. Also das sieht sehr, sehr schön aus. Ich freue mich unheimlich drauf. Gerade hier auch die Rose. Hier das Gesicht. Ja, ich werde mich heute Abend gleich ransetzen, die Sticker kleben und schon die ersten Steinchen setzen. Ich bin gespannt, wie lange es dauert. Aber es wird unheimlich viel Spaß machen. Und ich freue mich unheimlich drauf. So, jetzt die Folie schnell wieder drauf, dass nichts passiert. Also hier sehen wir nochmal alles im Überblick, wie es ankam. Wir haben die Leinwand, was ich auch toll finde, dass bei der Größe. Moment, ich muss gerade mal schauen. Genau, hier steht es. Wir haben eine Größe von 90 mal 67 Zentimetern, haben 22 Farben, eckige Steine. Hier haben wir auch das Vorschaubild. So wird es aussehen. Ich freue mich. Dann, genau, die zwei riesigen Pakete Steine, das Toolkit, die Sticker. Und was ich jetzt natürlich komplett vergessen habe, das Wichtigste, die Nervennahrung. Da wird noch einiges mehr an Nervennahrung wahrscheinlich vonnöten sein. Aber ich denke, zum Bekleben der Tütchen wird es erstmal ausreichen. Ich freue mich unheimlich drauf. Und ja, werde euch da auch im ein oder anderen Video auf jeden Fall mitnehmen. Und genau, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und vergesst wie immer nicht, das Köpfchen zu heben, das Krönchen zu richten und macht euch die Welt ein bisschen bunter. Bis dann!